Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Länderspielpause. Wir treffen am Sonntag in der Meisterrunde auf den SK in St. Pölten um 14.30 Uhr in der Merkur Arena. Darf unseren Cheftrainer Roman Mehlich recht herzlich begrüßen und Thomas Schrammel. 8.500 Tickets wurden erst verkauft, da ist noch Luft nach oben. Wie immer die gewohnten Vertriebskanäle in unseren Sturmshops online unter tickets.sksturm.at und die Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen. Außerdem gibt es 1.909 Freibiere. Wer möchte, kann auch ein alkoholfreies Getränk nehmen. Die Voucher werden an den Drehkreuzen verteilt. Und im Vorlauf gibt es auch eine Autogrammstunde mit Nicole Schmidhofer, Abfahrts-Gesamtweltcup-Siegerin. Sie wird dann auch geehrt und sie wird einen Ehrenankick vornehmen. Roman, bitte kurzes Resümee zur Länderspielpause. Ja, wir hatten natürlich eine gute Stimmung. Es haben einige Spieler gefehlt, speziell die U21-Teamspieler. Insgesamt Nachwuchsnationalspieler 7 oder 8 an der Zahl, die nicht beim Training waren. Haben ganz normal trainiert, haben ein Testspiel eingestreut, das, glaube ich, ganz gut war, vor allem für jene Spieler, die längere Zeit verletzt waren oder kaum zum Einsatz gekommen sind. Und ja, haben wir gut nützen können. Aber seit gestern sind wir wieder vollzählig, alle Spieler sind gesund von den Nationalteams zurückgekommen und ich denke, dass wir uns gut vorbereiten konnten auf das sonntige Spiel. Thomas, du bist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr da. Dein Vertrag wurde in dieser Woche verlängert. Du hast gesagt, du fühlst dich sehr wohl hier. Warum? Ja, also erstmal bin ich mal sehr gut aufgenommen worden, wie ich von Rapid hergekommen bin. Ich wohne gleich neben einem Trainingsplatz, also meiner Freundin geht es sehr gut, das ist mir auch sehr wichtig. Jetzt mit dem neuen Trainer bekomme ich wieder mehr Einsatzzeiten. Das war auch sehr ausschlaggebend, dass der Trainer auf mich baut, dass ich verlängert habe. Und ja, im Prinzip, ich habe sehr viele Ziele mit Sturm Graz. Jetzt in dem Jahr möchten wir jetzt mal gut starten in die Meisterrunde und so viele Punkte sammeln wie noch möglich. Und ja, also ich fühle mich sehr wohl, Graz ist eine sehr schöne Stadt und ich möchte alles geben für den Verein. Dankeschön, ich bitte um Ihre Fragen. Frage an den Trainer, wie schaut es beim Philipp Husbeck aus? Er hat die Woche nicht trainiert, wie ist da das Update? Na, Philipp hat sich leider zu Beginn der Woche eine Muskelverletzung zugezogen und fällt jetzt einmal fürs kommende Spiel auf jeden Fall aus. Und alles andere müssen wir natürlich so wie immer halt in so einem Fall abwarten. Ist er aber der Einzige, der jetzt fix ausfällt? Ja. Kannst du bei den Rückkehrern von den Nationalmannschaften kurz sagen, stehen die alle voll im Saft, weil die haben ja teilweise gespielt, teilweise nicht. Wie schaut es da so mit der Fitness aus? Nein, das ist alles okay. Otto hat Dienstagabend gespielt gegen Irland 90 Minuten. Und man war heute schon noch logischerweise etwas müde, was ganz normal ist, aber das ist bis Sonntag sicher weg. Und der Gidi genauso, hat auch Dienstagabend noch gespielt, hat ein bisschen eine längere Anreise, aber ist auch heute beim Training gewesen und einen guten Eindruck hinterlassen. Und unsere Burschen, die waren sowieso, die sind ja schon wieder seit Dienstag zurück. Du hast jetzt eben gerade einmal angesprochen, dass du jetzt wieder mit der vollen Partie hast trainieren können. Merkst du in der Mannschaft den gleichen Spirit wie vor dem ominösen Strich? Weil im Umfeld merkt man ein bisschen, scheint so die Luft draußen zu sein. Da heizt es an weniger Leute, generell Fanzuspruch. Dauert ein bisschen, bis die Leute kommen. Ist das Feuer trotzdem in der Mannschaft? Wie merkst du das? Ja, also das, was wir jetzt einmal beeinflussen können, das ist alles auf Schiene aus meiner Sicht. Also ja, Spieler machen einen sehr guten Eindruck, so wie die ganze Zeit eigentlich seit. Ich bin sehr fokussiert, sehr konzentriert und einen guten Zug im Training. So würde ich es jetzt umschreiben. Der Ranko Popovic, ein alter Bekannter von dir. Er hat jetzt 2 Punkte auswärts gemacht, immer noch in der Steiermark. Wie gut ist das Verhältnis von dir jetzt noch mit ihm und wie willst du ihm jetzt wieder einen Punkt schenken? Ich glaube jetzt nicht, oder? Das hört sich jetzt auf. Ja, ich schenke sowieso niemandem einen Punkt. Und zum Verhältnis, wir hatten immer ein normales, kollegiales Verhältnis, Ranko Popovic und ich. Wir haben zusammen vor Ewigkeiten Erfolge für Sturm gefeiert, haben praktisch immer wieder dieselben Ziele verfolgt, aber wir haben seit Jahren auch. Im Fußball ist es halt so, man hat da nicht immer mit jedem Kontakt, ohne dass man deswegen zerstritten ist. Also wir haben uns, solange wir zusammengespielt haben, haben wir uns sehr respektiert und haben eine schöne Zeit
bei Sturm verbraucht. Ja. Roman, du hast das ja schon ein bisschen vorweggenommen, wollte ich fragen, haben alle so trainiert, dass sie sich für einen Einsatz aufgedrängt haben, wie du es vor dem letzten Spiel bei einem Spieler gesagt hast? Und also ist, du hast auch gesagt, dass das Training in unmittelbaren Zusammenhang zum Spiel steht und du forderst das von jedem Spieler ein. Hattest praktisch fast die ganze Mannschaft verstanden? Ja, das war aber bei uns eh meistens der Fall. Das ist jetzt nichts, was neu ist. Also, weil der Thomas hat ja das jetzt, ist ein Paradebeispiel für einen Spieler, der schon Routine hat, der immer vorangeht. Und so, das wünsche ich mir halt dann von allen. Und auf das schaue ich natürlich, aber wie gesagt, es war Verständnis, wenn einmal ein Spieler in sagen wir, in zwei Trainingswochen praktisch, wenn er einmal einen schlechteren Tag hat, aus verschiedensten Gründen, weil man sich einmal müde fühlt, das kann man dann schon unterscheiden als Trainer, glaube ich. Aber insgesamt, was jetzt unsere Trainingsleistungen angeht, bin ich der Meinung, dass die, kann immer noch besser sein, aber das ist so, wie sie sein sollen. Wenn man den Durchschnitt jetzt, den Mannschaftsdurchschnitt bewertet. Thomas, der Trainer hat es gerade angesprochen, du bist der Routinier, gehst immer vorneweg, jetzt hast du einen neuen Vertrag bekommen in Graz, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, so durch die Reise von dir da in Graz, war ja, glaube ich, ein bisschen auf und ab, oft nicht zum Einsatz gekommen, dann wieder längere Zeit sehr viel gespielt, wie war das für dich im Kopf, ist das da schwierig gewesen, dass du dich immer motivierst oder hat es da schon einen Moment gegeben, wo du sagst, wow, vielleicht ist das nicht der richtige Schritt? Also Motivationsprobleme hat es bei mir keine gegeben. Ich meine, auch wenn man nicht spielt, muss man trotzdem seine Trainingsleistung bringen. Und wie zum Beispiel, wie ich in Wien gegen die Austria reingekommen bin, war ich mal aufgewärmt und habe meine Leistung gebracht. Jetzt im Heimspiel habe ich auch noch kurz aufwärmen können gegen die Austria, wo ich die paar Minuten bekommen habe. Man muss immer da sein, es kann immer sich wer verletzen. Momentan ist halt der Gidi beim Trainer ein bisschen vorne. Das muss ich akzeptieren, aber ich kann mich trotzdem nicht fallen lassen und das hat auch Günter Kreisel und der Trainer sehr anerkannt, dass ich ein Typ bin, der sich immer reinhaut bei jedem Training und ja, so bin ich vom Mensch her und ich hatte auch sehr viele Verletzungen und da kann ich nur gut lachen können, also auch wenn man nicht spielt, aber Hauptsache man ist gesund und man kann im Training immer Vollgas geben. Du hast ganz kurz gesagt, du hast hohe Ziele mit Sturm, kurzfristig jetzt vielleicht in der Meistergruppe. Glaubst du, ist Richtung vordere Plätze vielleicht sogar noch was möglich? Hinten, es ist ja alles extrem eng, alle mit 15 Punkten, die Verfolger von Salzburg-LASK. Glaubst du, ist da noch was drinnen? Also wenn wir sehr gut starten jetzt, eine gute Auslosung, 10 Spiele, da kann alles passieren. Und wir haben ein internes Ziel, das wollen wir verfolgen, was ich jetzt nicht preisgeben werde. Und ja, also ich glaube, wenn wir die Heimspiele positiv gestalten, dann haben wir sehr gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen. Inwiefern ändert das jetzt die Ausgangslage? Ihr habt jetzt lange Zeit, den vorderen Plätzen nachgelaufen. Jetzt hat es Dritter, jetzt hat es wieder in der Rolle des Gejagten eigentlich. Inwiefern ist da jetzt ein Unterschied vielleicht an beide die Frage? Ich glaube, man soll nicht auf die Tabelle schauen, weil ich glaube, die haben ja alle 15 Punkte oder ziemlich nah dran halt. Also wir wollen halt die Spiele gewinnen und nur auf uns fokussieren und von Spiel zu Spiel schauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste im Fußball. Ja, das ist ganz klar die. Die Tabelle ist schön, aber wir wissen auch, wo wir jetzt spielen würden, hätten wir vielleicht nur 3 Punkte weniger erreicht in den letzten Wochen. Dann würden wir jetzt dann mitten im Abstiegskampf mit 5 anderen Teams stehen. Also, das ist ja wirklich so, wie es ist. Der größte Fehler, den wir begehen könnten, ist jetzt zu glauben, es geht alles von selbst. Und unsere Stärken, die uns jetzt dann dahin gebracht haben, dass wir das in diesen 8 Runden, wo ich jetzt da war, noch geschafft haben, was uns ja niemand zugetraut hat, wenn wir diese Stärken jetzt praktisch vermissen lassen und glauben, es geht alles von selbst. Das wird es nicht spüren. Dann werden wir ziemlich hart aufprallen und das gilt es zu vermeiden. Das ist so. St. Pöltener waren, glaube ich, 21 Runden vor Sturm, oder? 21 Runden? 21 und wir spielen jetzt die 23. Also das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Das heißt, wir haben 22 Runden benötigt, um irgendwann einmal vor St. Pölten zu kommen. Das heißt, die müssen irgendwas einmal eine lange Zeit richtig gemacht haben. Und so sehe ich das. Das ist ganz, ganz gefährlich. Wir müssen, ja, kann man nichts anderes sagen, in dem Fall am Boden bleiben, demütig sein, unseren Stärken weiter Beachtung schenken und weiter so trainieren und spielen, wie wir das bis jetzt gemacht haben, von der Einstellung auch her, damit wir dann Erfolg haben können in dieser Meisterschaft, in der Meisterschaft sozusagen.
Roman, wer Husbecker setzt, wäre es denkbar, Aflonitis in der Abwehr, Koch ein Stück nach vor, Hirländer ein Stück nach vor und mit Kozorek ganz vorne. Ist das eine denkbare Aufstellung? Naja, denkbar ist, das kennen wir eh schon, das Spielchen, denkbar ist alles, weil alle unsere Spieler gut in Schuss sind. Gut in Schuss sind, aber ich muss dann irgendwann einmal, ich muss dann halt für Sonntag einen Kader von 16 Feldspielern und zwei Torhütern bestimmen und dann halt weitere 10 Feldspieler nominieren, die dann beginnen und einen Torhüter. Also es gibt wirklich viele Szenarien. Das ist gerade angesprochen. Wenn man die Jungen, Tobias Koch, Fadinger, die einen sehr guten Eindruck machen, dazu rechnet, dann haben wir schon einen relativ großen Kader, weil du auch sagst, da muss man dann zu irgendwelchen hart sein. Der Kader ist, glaube ich, schon sehr groß, oder? Ja, aber wir wissen ja die Gründe, warum der Kader jetzt vielleicht größer ist als in den Jahren zuvor möglicherweise oder bei anderen Mannschaften. Wir hatten ganz einfach eine Vorbereitungszeit, wo wir 4 Spieler zum Beispiel mit auf Trainingslager hatten und die alle zusammen da Verletzungen gehabt haben, ne? Etwas langwierigere oder kurzer dauernde, wie bei Pink zum Beispiel, aber Markus Lack hat bis jetzt noch kein Pflichtspiel in den Beinen, hat immer wieder Probleme. Hirländer war lang verletzt. Von daher haben wir dann irgendwann reagieren müssen. Lovric hat kurz vor Meisterschaftsbeginn Knieprobleme gehabt, haben wir nicht gewusst, ob sich das ausgeht. Ne? Und dann haben wir halt für Ersatz sorgen müssen. Die sind halt jetzt alle fit, was schön ist. Aber es macht die Entscheidung natürlich schwieriger, aber das ist eigentlich mein Problem nur. Inges war ja nicht beim Nationalteam, denn hast du jetzt 14 Tage unter deinen Fittichen gehabt. Die Entwicklung gut, sehr gut? Ja, das ist alles okay, aber auch die Entwicklung von Lubitsch, von Lovric, von Tobias Koch ist sehr gut. Vielleicht noch kurz zum Kader. Es sind ja wirklich auch viele arrivierte Spieler, die teilweise auf der Tribüne sogar Platz nehmen müssen. Du warst bei der Kaderzusammenstellung, die hauptsächlich im Sommer passiert, nicht dabei. Passiert da dann was im Sommer, wenn du auch deine Meinung mit einfließen kannst? Also wirst du da auch mit dem Günter Kreisler reden und sagen, okay, da und da müssen wir abspecken, verändern? Ja, das wird sicher dann der Fall sein, aber um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt da gar nicht genau, welche Spieler dann wie lange noch Vertrag haben, weil von dem hängt es ja auch ab. Und so viel arrivierte Spieler. Ja, es ist halt, wir haben 24 Feldspieler, das stimmt schon. Und ein paar müssen halt dann auf der Tribüne Platz nehmen. Das ist halt eine Situation im Profifußball, ist es so. Und was dann im Sommer darüber hinaus passiert, das ist jetzt für mich noch etwas weit weg. Gibt es noch Fragen? Vielleicht ganz kurz nochmal Richtung St. Pölten. Als Sturmtrainer ist das jetzt dein erstes Match gegen St. Pölten. Wie schätzt du die ein? Weil du hast gerade vorher gesagt, eben irgendwas haben sie sehr, sehr lang, sehr, sehr richtig gemacht. Jetzt rennen die schon sehr lang am Sieg nach. Wo ist da, irgendwo ist da bei einem Bruch passiert? Oder wo spekuliert sie, dass die einen Einbruch gehabt haben irgendwo? Ich glaube, dass sie am Anfang der Saison richtig gut performt haben, logischerweise. Ne? Weil ich kann mich erinnern, die waren ja dann noch 7 oder 8 Runden der Salzburg-Jäger, was ich mich erinnern kann, oder? Die haben ja richtig viel gepunktet und dann gab es auch einen Trainerwechsel. Mit einem Trainerwechsel kommt es dann oft dazu, dass das halt, ja, die Ansprache ein bisschen anders wird, auch die Spielanlage etwas anders wird. Und ich habe aber der Meinung, dass sie sich jetzt, wenn man nur das Spiel gegen Mattersburg hernimmt, dass sie sich da, das war eine gute Leistung von St. Pölten. Das war eine gute Leistung, die an und für sich gar nicht zum Verlieren war, das Spiel. So sehe ich es. Und Mattersburg auf der anderen Seite hat gerade im Frühjahr richtig gut gespielt und viel gepunktet. Ja. Und wir nehmen die Situation so an, dass der St. Pölten gegen uns top spielen wird. Und dann sind sie wirklich schwer zu spielen. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann danke ich fürs Kommen. Alles Gute am Sonntag.